der Trabi. 30.000 fahren noch auf deutschen Straßen. Gleich ist es einer weniger. Dieses flaschengrüne Exemplar geht auf Tauchstation. Er gehörte mal einem Freund des Betreibers. Das war ein Hochzeitsgeschenk als Gag, weil der kam damals aus dem Osten, haben die Verwandtschaft gesagt, komm, wir schenken ihm einen Trabi noch zur Hochzeit. Den konnte er nicht mehr verwenden und den konnten wir jemandem für einen guten Preis abluchsen. Das war ein neues Highlight im Gasometer. Doch erstmal muss der Trabi nach oben. Dann die Überraschung. Wo sind wir jetzt? 420. Zu schwer, zu schwer. Wir kriegen nicht mit dem Kran hoch. So. Wie viele Kilo müssen raus? 100. Das Team vom Tauchrevier muss also noch mal ran. Reifen ab, Sitzbank raus. Ob das wohl reicht? Ja, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wir haben ein bisschen mal abgespeckt und jetzt gucken wir mal, ob das Gewicht gleich passt. Schauen wir mal. Genau. Ach, hör auf. Als nächstes die Scheiben, beide Scheiben raus, ja, die Sitze raus und dann müssen wir nochmal gucken, weil dir fehlen noch 50 Kilo. Okay. Wer hätte gedacht, dass die Rennpappe so viel wiegt? Dann endlich ist alles raus, der Trabi 100 Kilo leichter. Okay, kann losgehen. Der kniffligste Teil kommt jetzt. Der Trabi muss passgenau durch die Deckenluke. Hansi, pass auf! Der muss gleich ins Wasser, dann fahren wir mit der Plattform drüber. Nur lass ihn nicht mehr hochziehen. Gut, gut. Langsam, langsam. 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 Stopp, stopp, stopp. Meter für Meter lassen die Männer den Trabi zum Grund sinken. Dort bauen die Taucher ihn später wieder zusammen. Auch unter Wasser soll schließlich alles original aussehen. Die Taucher kommen jetzt peu à peu raus. Der Trabi sitzt jetzt erstmal perfekt, wo wir ihn eigentlich haben wollten. Ich denke mal, nächste Woche gehen wir dann hin, die restlichen Sachen einbauen. Dann ist er fertig. Bis Mai erneuert das Team vom Tauchrevier die Unterwasserwelt. Wenn alles fertig ist, hat sich der Trabi mit seiner Karosserie aus Pressholz hoffentlich noch nicht aufgelöst.